Okay, Viagra haben wir gefunden. Okay, das hätte ich mir denken können. Das. Wow, der Terminator, Trump und wer auch immer das ist, Sarah Palin wahrscheinlich. Okay, au. Moin Moin und herzlich willkommen beim Zockerpansen. Ich bin der Todde und wir spielen hier heute Who's Your Santa. Das wird laufen in der Reihe Mist oder Meisterwerk bei uns, denn das ganze Ding hat nur 3,50 € gekostet, ist eins von diesen Indie-Titeln, nimmt sich selber nicht so ernst und ist auch ganz schön durch im Kopf. Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Sah einfach nur lustig aus, so von den Screenshots her, und ich bin genauso gespannt wie ihr. Also, wir sehen uns gleich im Game, Leute. Zack, okay, was muss ich hier machen? Ich klicke mal diesen Dude jetzt. Okay. Oh. Right. Okay. B und S. Alles klar. Und was war das? Shift oder was? Oh, okay, 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 okay. Verstehe. Ich muss ich Geschenke einsammeln? Was muss ich tun? Hier, Geschenke. Oh, Geschenke. Alles klar. Okay. Au. Fucking hell. Mir ist nicht so ganz klar. Also offensichtlich darf ich nicht gegen blöde Sachen gegenfliegen. Das ist schon mal relativ verständlich. Aber. Wow. Was muss ich abseits dessen tun? Geschenke sammeln. Okay, Geschenke habe ich. Noch eins. Ich habe vorhin WASD, also ich habe gesehen, es geht rauf und runter hier mit der Steuerung. Ich hatte allerdings zu schnell gedrückt und nicht gesehen, was der dritte Button war. Ich glaube, der ist relevant. Also fürchte ich so ein bisschen. Was ist das? Ich okay. Okay. What? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Okay. Klicken wir mal darauf. Clear Reactor. What? Even for me. Wow, was muss ich tun? Okay, ich gehe jetzt hier mal so lang. Und kann Sachen essen. Okay. Ihr seht schon die Sprache. Ich habe es alles auf ein bisschen auf Deutsch gestellt. Offensichtlich wurde das übersetzt mit Google Translate. Wie das immer in diesen Spielen ist. Okay, also. Okay. Okay, ich habe ein Geschenk gefunden. Okay, ich muss offensichtlich Geschenke finden. Zack, da habe ich dann eben geklickt. Also, wir sammeln mal Geschenke. Also, ich muss die Geschenke mitnehmen, nicht bringen. Okay, klar. Makes total sense. Sure. Warum auch immer ich aus einem Atomreaktor gekommen bin, niemand weiß es. Okay. Oh. Ich muss offensichtlich ein bisschen leise sein, sonst wachen die Görn hier auf. Nicht so gut. Nicht so gut. Okay, was tut das? Wow. Okay. Das war jetzt lauter als gedacht. Kann ich jetzt hier rein, wenn der Bär irgendwie... Ich will da doch nur rein. Na gut. Gehen wir mal woanders hin. Leute, ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Okay. Oh! What the... Fuck! Au! Why? Au! Okay. Sure. Ich würde sagen, das probieren wir nochmal, oder? So, ich bin hier jetzt aus irgendeinem Grund aus dem nuklearen Reaktor rausgekommen. Ich weiß nicht so genau, was ich machen muss, aber ich glaube,
Ich muss dem richtigen Santa irgendwie eins auswischen. Und dafür muss ich diese drei Sachen, die wir da gerade gesehen haben, irgendwie mit einbeziehen. Da oben haben wir einen Bär. Ich kann mich hier umschauen mit den WASD-Tasten. Okay, und da war noch ein Teppich. Der ist da. Und dann hatten wir so ein, genau, das Gasgerät jetzt. So ein, ja, Kochgerät, Kaffee, was auch immer. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal umschauen, ob wir da irgendwas mitmachen können. Okay, zack, hier haben wir ein paar Geschenke eingesammelt. Kann ja nie schaden. Zack, 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 zack. Okay, ich kann damit nichts tun. Geschenk. Auch das kann ich nicht anfassen. Okay. Oil Pipe. Zack. Eigentlich will ich da nicht reingehen zu dem Knaben. Der sieht nicht so freundlich aus. Aber gut, machen wir das mal. Ja, er ist nicht so erfreut. Ich sehe auch echt sexy aus, Leute, oder? Findet ihr nicht auch? Oh ja, ja, ja. Oh, das kann ich anfassen. Moment. Okay, jetzt kriegt er einen eingeheizt. Und jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Okay. Ich hoffe mal, dass sich damit das jetzt ein bisschen erledigt hat, was ich damit im Bären machen muss. Ah, okay, jetzt. Big Brother likes watching. Verdammter Putin. Big Brother likes watching. Großartig. Okay, hier ist das Kabinett offen. Da gehen wir mal kurz gucken. Und da haben wir was gefunden. Was haben wir da? Vaseline oder so? Und ein Schlüssel. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu viele Geräusche mache. Okay, das ist zu. Vielleicht können wir hier den Schlüssel benutzen. Ganz simpel. Ja. Und da haben wir einen Vibrator gekriegt. Natürlich, was auch sonst. Okay, dann machen wir uns mal hier davon. Gut, mit den Bären haben wir jetzt schon was gemacht. Ich guck mal, was so geht hier mit den. Das ist ja so ein Adventure im Prinzip. Einfach kombinieren mit B. Ja klar, natürlich legt man die Vaseline auf den Teppich. Das ist total naheliegend. Und dann kann ich wahrscheinlich einfach den Vibrator da rein. Natürlich. Ach, hier unten ist jetzt die Uhr auch grün geworden. Das heißt wohl, ich kann da drauf drücken und einfach das Endgame aktivieren. Machen wir das mal. Mal gucken, was passiert. Ah, der richtige Santa ist da. Hallo, kleiner Freund. Der wird gleich keinen Spaß haben. Mal schauen. Okay. Ja. Ja, weil es total normal ist, einen Bär dabei zu haben. Sicher. Okay, der ist jetzt eingefroren. What the fuck? Wow. Okay. Oh. Leute. Okay, das war ja schon mal ganz vielversprechend. Das scheint so ein bisschen die Aufgabe dieses Spiels zu sein. Also, ich muss hier dem Santa seinen Abend versauen, aber das kriegen wir doch hin, oder? Mal schauen, was hier abgeht. So, Geschenke einsammeln ist wieder angesagt. Und so eine komische Eichel. Alter, ich sehe jetzt erst, dass meine Rentiere ja auch hier schön im Bondage-Kostüm unterwegs sind, oder was? What the heck? Alles klar. Und warum läuft da eigentlich Tattoo, oder wie die heißen, im Hintergrund? Diese komische russische Band mit den zwei Mädels, die irgendwie für PR-Zwecke einen auf lesbische Beziehung gemacht haben. Aber haben sich gut vermarktet, muss man denen lassen. Ich glaube, die hatten sogar zusammen mit Rammstein dann irgendwann mal einen Auftritt. Also schon weit gebracht. Gibt's die eigentlich noch? Kennt man die noch oder machen die noch irgendwas? Also ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört. Ah, toll. Nicht gegen verdammte Schornsteine fliegen. Das hätte ich mir irgendwie auch denken können, dass Schornsteine irgendwie nicht so gesund sind. Also sag mal, ich bin ja echt nicht so gut in solchen Spielen, ne? Also wenn das später auch so, ist, dann habe ich da ein echtes Problem. Oh, fucking hell. Ich glaube, ich werde es einfach mal lassen hier mit den Geschenken. Oh. Glück gehabt. Ah, okay. Also jedes zweite Level ist immer so ein Geschicklichkeitsding.
Und dann haben wir immer solche Point-and-Click-Adventure-Missionen. Okay, alles klar. Los geht's, würde ich sagen. Au! Harte Landung. Wieso ist hier eigentlich alles nuklear betrieben? Das ist doch völlig absurd. Okay, nuklear, Cookies and Milk und irgendwie so eine Tür mit was auch immer. Das kriegen wir hin. It's of no Wir use. sammeln aber auch ein paar Geschenke ein. Weil, warum nicht? What the fuck? Was ist mit der Schrotflinte hier? Ich will die Schrotflinte oder den Hut. Zumindest den Hut. Komm, gib mir den Hut. Ah ja, nice. Okay, alles klar. Can't touch this. What? Okay. Wir haben 2 Minuten. It's of no use. Das schaffen wir. Was ist das? I Ich will das hope drücken. it'll explode something. No. Okay. Okay, wir haben offensichtlich That's das Sicherheitssystem ausgeschaltet. Force It's of Center, no okay. use. Das ist gut, das ist gut, das ist sogar sehr gut. It's okay. Get a little handsy. Get a little handsy. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Denn das letzte Mal war da ja auch eigentlich fast alles zu finden, was wir so gebraucht haben. Wir gehen da mal rein. Oh, okay, die sind schon mal wieder ein bisschen. Ui, diesmal haben wir aber. Was war das denn? Eine Videokamera? Hier ist auch eine. Okay. Oh. Leise, leise. Okay, Viagra haben wir gefunden. Okay, das hätte ich mir denken können. Was? Wow, der Terminator, Trump und wer auch immer das ist, Sarah Palin wahrscheinlich. Okay, au. Okay. Wow. Wow. Dieses Spiel ist doch völlig gaga, ey. My taxes pay for this. Alter, ey, wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Okay. Wir futtern einfach mal alles, was irgendwie uns über den Weg kommt. Wir haben ja vorhin gelernt, wir können hier da den Strom ausschalten. Zack. So. Da kommen wir da zumindest durch irgendwie. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht vorher wieder die Alarmanlage auslösen. Das ist nämlich ungesund. Das kommt nicht gut. Kann ich eigentlich den Hut aufsetzen? Ich würde gerne den Hut aufsetzen. Nein, okay, kann ich natürlich nicht. Gut, dann gehen wir hier mal ganz gemütlich rein. So, zack, schnappen uns die Kamera. Blapp. War hier was im Schrank? Ich erinnere es gerade nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis nicht vorhanden. Ja, genau, die VR-Geschichte. So, dann diese Sache. Oh, Leute, das war knapp. Und jetzt habe ich hier eine Zugangskarte, oder was? Kann ich die damit benutzen? That's for Pearl Harbor! Your specimen has been processed. We are now ready to begin the test program. Get ready. The hatch will close in 3, 2, What? 1. Excellent. But how will the subject get into the room? Oh, okay. Huh. Was ist denn mit dem Schlüssel? Hier sind ja so Waffenschränke. Kann ich mit dem Schlüssel einen Waffenschrank aufmachen, ist die Frage. You sick bastard. Ja, warum? Ist doch total naheliegend. Okay. Gucken wir mal, was hier ist. Can't touch this. Touch here, komm ich da rein? Ja. Can't touch this. It's of no use. Ich muss It's of no use. Irgendwas hier mit der. What the hell are you? No, no, no. The fuck? That's too much. War das ein Kanadier? I see. Kann ich hier irgendwie was mit der Kamera machen? If only I had a
Math. Yeah. Math. Check. Yeah. Huh. Okay, lass uns mal nachdenken. Wie kommt denn überhaupt dieser Santa dann, wenn ich unten den... Den habe ich ja jetzt verriegelt. So, wie kommt denn Santa jetzt hier rein? Kommt er überhaupt hier rein? Da wahrscheinlich. Das wäre natürlich unschön. Okay, gucken wir mal, ob hier irgendwie... Can't touch this. Wrong way. Wrong way, hä? Okay. But why? Can't touch this. Get a little handsy. Was war das denn? What? How? Grave owner gets a boulder. You scrape run. Get a little handsy. If only I had a letter. So okay, gucken wir uns mal an, was jetzt passiert. Get a little handsy. Ich bin sehr gespannt. Ich verliere, okay. Bestes Bild. Bestes Bild. Okay. So, diesmal werden wir es schaffen. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Ich habe vorhin diese Eingangsgeschichte komplett ignoriert. Und zwar ist das da oben. Da muss ich irgendwas mit machen. Und da werden wir jetzt gleich mal schauen, was wir da alles machen müssen. Wir sammeln mal wieder den Hut ein. Hier. Zack, 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 zack. Schnell alles erledigen. So. Geschenke müssen wir auf jeden Fall einholen. Das ist wichtig. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich kriege hier jede Menge Achievements. Also... Achievements sind super. Her damit. It's of no use. Okay. Ach nee, Quatsch. Nein, stopp. Ich muss doch hier das Licht ausschalten. So. Okay. Ist ausgeschaltet. Jetzt können wir nach oben. Zack, 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 zack. Jetzt werden wir mal kurz vorher dem Typen nochmal einen Besuch abstatten. Math, check. Check and fit. Okay, der ist immer noch nervig. No, no, no. Und jetzt gehen wir nach drüben und sammeln wieder die ganzen Gegenstände ein, die vorhin in unser Besitz waren. Also, ganz vorsichtig. Zack, 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 zack. So, jetzt hier die Alarmanlage ausgemacht. Also ich muss ja schon sagen, diese Rätsel hier sind jetzt nicht unbedingt alle immer so nachvollziehbar, was man da so kombinieren kann. Zack. Aber hey, was soll's. Dass das jetzt nicht die Creme de la Creme der Adventures wird, war glaube ich klar. Dafür ist es ziemlich lustig. Also, irgendwas kann ich hier mit dem Teppich machen. Ich habe hier so einen Bereich irgendwie. Nee, seht ihr den hier unten? Da? Da kann ich irgendwas mitmachen. Ich werde jetzt einfach also mal hier... Ach nee, die brauchen wir natürlich für unten. Zack. Ah ja, alles klar. Wahrscheinlich soll man nachher irgendwie darauf ausrutschen. Oder beziehungsweise Santa wird darauf ausrutschen. Das finde ich gut. Dann werden wir hier noch... Das Ding da verdüdeln. Und die Kekse essen. Und das Licht wieder anmachen. Ah, guck, die Uhr ist wieder grün. Das heißt, wir haben es jetzt echt geschafft. Wofür brauchen wir den Ballgag, die Kamera und den Hut? Ist das irgendwie alles nur so ein Red Herring oder was? Das heißt, das sind einfach nur falsche Fährten. Das ist ja eine miese Nummer. Okay, das muss ja auch erstmal gewusst werden, ne? Na gut, ich würde sagen, wir drücken jetzt mal und gucken, was passiert. Los geht's.
Ey, ich hab doch gerade erst welche eingesammelt. Oh ja, zieh dir die Milch rein. Ach, das Sicherheitssystem, natürlich. Oh. Was? Ach, ja, auf dem Rückweg, natürlich, ja klar. Und los geht's. Ah, der Typ in der Kamera. Da kommt, und der Hut, da wird der Hut zum Einsatz kommen. Okay, alles klar. Und der kreuzt sich nochmal ein. Oh, Alter, Leute. Okay, alles klar. Gut. Ich würde sagen, das gibt uns schon mal einen ganz guten Einblick in dieses Spiel. Das ist, wie gesagt, etwas verstörend. Nichts für Kinder. Und auch eigentlich kein gutes Point-and-Click-Adventure. Aber es macht ziemlich Spaß. Also ich muss schon sagen, ich habe Fun hier. Keine Ahnung, wie weit das noch geht. Vielleicht mache ich nochmal eine zweite Folge irgendwann draus. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob euch das weiter interessieren würde. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, es kostet gerade 3,50 € auf Steam. Also zieht es euch rein. Ist witzig. Ich glaube, es gibt sogar einen Patch, der die ganzen schwarzen Balken entfernt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den installieren möchte, ehrlich gesagt. Also, danke fürs Reinschauen, Leute. Lasst doch mal ein Abo oder ein Like da. Würde uns mega freuen. Kommentare sind auch immer sehr gern gesehen. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin erstmal reingehauen.